Doch nicht etwa die Fritten, oder? Mm-mm. Gut, die sind nämlich von gestern. Ich habe sie auf dem Boden gefunden, in der Toilette. Hast du ein Foto? Naja, ein Foto habe ich nicht, aber ich habe einen Lebenslauf. Also, was soll ich denn damit anfangen? Ah, okay, die Kurzfassung möchten Sie also. Ich jobbe zurzeit im Fitnessstudio. Oberste Klasse, das Studio. Längerfristig würde ich gern zeichnen, so als Illustrator. Ich hau gleich mal dazwischen. Der Job besteht darin, den Leuten Benzel umzumachen. Das kriegt doch jeder Volltrottel hin. Ich bin der totale Volltrottel. Tut mir leid, aber ich sehe dich einfach nicht als Benzelfrau. Ich putze sonst Schamhaare weg, so für Geld momentan. Tut mir leid, Daphne. Wenn du bitte die nächste Person reinschicken würdest. Sie werden noch bereuen, dass Sie das getan haben. Ja, klar. Du bist dran. Hi. Was hast du? Soll ich dich abholen? Nein, ich werde Schamhaare wegputzen, bis ich eine Ur-Uroma bin. Das werden wir ja sehen. Wir treffen uns im Coffeeshop. Es gibt ein Jobangebot. Alarmstufe gelb. Sehr dringlich. Hallo? Welcher Coffeeshop? Uhrzeit? Was? Ich brauche schon Details. Tut mir wirklich leid. Ich musste daran gehen. Du hast eben selbst mitten im Gespräch dort angerufen. Ach ja? Wo waren wir gleich? Wie war dein Studium? Das Studium? Es war extrem teuer. Wunderbar. Okay, hier ist eine Liste mit Anweisungen für deinen Samstag mit Oliver. Also Oliver verträgt überhaupt keine Sojaprodukte. Geh im Zweifel am besten zu Babo oder Nobu oder Momofuku. Ja, YOLO, FOMO. Tippiti. Du bist so witzig. Oh, aber Ilana, bitte, nicht schon wieder Pizza, hörst du? Verzeihung. Es sind $300 auf dem Küchentisch. Lass es Oliver regeln, er soll es lernen. Okay, mach's gut, Olli. Tschüss, Mami. Ich hab dich lieb, du bist mein süßer Schatz. Ich muss los zum Interview mit Desi Tutu und dann zum Waxen mit Martha Plipton. Was für eine Hammerfrau. Ilana, guck mal. Heiliger Bimbam, das ist unglaublich. Gut gemacht, wuh! Also, schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen? Grundgütiger, Bro! Als ich dich zuletzt gesehen habe, warst du ein zahnloser Spross, der in der eigenen Kacke rumsaß. Ich mag es, wenn du babysittest. Die vier erst, mein Freund. Reduzieren, reusen, recyceln, Rihanna! Es tut mir leid, aber wir recyceln die Becher nicht. Da kommt das Gesundheitsamt. Komm schon. Ist das widerlich. Wurde auch Zeit, Abby. Schön, dass wir uns kennenlernen, Abby. Ich habe schon viel über Sie gehört. Was ist das? Kandidierst du für ein Amt? Oliver, du bist ein Kind. Gib ihr eine dicke Umarmung und meine es ehrlich. Okay. Ich meine es ehrlich. Ich meine es auch ehrlich. Saft, mein Freund. Und halt die Stellung. Und seine Eltern wissen, dass du auf ihn aufpasst, oder? Ja. Und ich mache mehr als nur auf ihn aufpassen. Ich forme ihn, Dude. Oliver ist gerade an einem sehr wichtigen Punkt, okay? Und wenn ich nicht sofort einschreite, könnte er nach Yale gehen. Und dann wird er Rechtsanwalt, bringt eine Stripperin um und einigt sich außergerichtlich. Jesus, Ilana, er ist ein unschuldiger kleiner Bengel. Ja, momentan. Aber wenn ich nichts unternehme, könnte er zu einem weiteren nutzlosen, reichen, weißen Mann werden. Wieso bin ich eigentlich hier? Okay, so beschäftigt. Da komme ich gleich zu. Ich sehe mir hier keine Pornos an. Wirklich, Abby. Alle sind dabei, sich hier Pornos anzusehen. Okay? Verstanden? Und außerdem musst du mir vertrauen. Denn jetzt gibt's gleich den besten Moment deines Lebens. Okay, also zunächst muss ich meine Pornoschritte zurückverfolgen.
Ich sehe mir ausschließlich nur Solo-Pornos an, denn normale Pornos sind so... Halt's Maul, du kleine Göre! Wasch mir die Füße! Und sie so... Oh, aber sag es nicht meinem Daddy, okay? Ich bin ja gerade mal volljährig. Ich liebe rasierte Muschis und sonnengebräunte Bäuche und Titten. Es ist so... Oh. Also als erster Suchbegriff normal großer Peniswix. Da stieß ich auf abspritzende Zwillinge, logisch. Und das führte mich wiederum zu blonder Strähnchen Selbstbefriedigung. Wow, normalerweise google ich einfach Porno. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich meistens nicht mein Fall. Keine Ahnung, vielleicht solltest du einfach deinen Suchverlauf checken. Oh mein Gott, ich Idiot. Oh mein Gott, sei bereit, Bitch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tracy im Porno. Köpfstil? Also bevor Jamie Boss wurde, war ja Pornostar. Also ich lasse mich rumkommandieren von einem Pornostar. Ich kann das echt nicht fassen. Wo bringe ich das überhaupt unter? Ich weiß nicht, was ich damit soll. Ausnutzen, Bitch. Oh ja. Abby? Da bist du ja. Ich muss dich immer suchen, echt super. Also, da ist ein witziger Shell-Spritzer in unserem Spin-Studio. Aber im Ernst, da ist ein riesiger Scheißehaufen im Spin-Studio. Ach, das ist ja... Gott. Wirklich übel, ja. Und? Und das sollst du entfernen. Oh, das würde ich ja. Aber ich muss mich ausruhen, bevor ich den Kick-Ass-Kettlebell-Kurs um 12 leite. Was redest du für einen Unsinn? Weißt du, ich hab da was im Hals, glaube ich. Eine Menge Schleim. Wow, das ist eine Menge Schleim, meinst du nicht? Abby, das ist was für den Feierabend, okay? Oh, ist es das? Kirk? Gehen wir in dein Büro, sofort. Ich hab gar kein Büro. Komm schon. Mann. Jay, das ist nicht mein Büro. Doch, das ist es. Dein ganzer Kram ist hier drin. Das ist dein Rohrreiniger, deine Strickjacke. Die Pinzette und dein Kosmetikspiegel, niemand sonst benutzt das. Und das bist doch du mit deinem Mops, oder? Ha? Fein, dann ist es mein verdammtes Büro. Abby, als du gesagt hast, Kirk-Stil, ein Mann auf spritziger Spritztour. Was sollte das? Naja, eigentlich sagte ich nur Kirk, aber jetzt hast du bestätigt, dass du ein Pornostar warst. Danke, dass du mich einen Star nennst. Aber Abby, sag es niemandem, okay? Die würden mich feuern. Bitte, Abby, du musst schwören. Nein. Was willst du mich bestechen? Nein. Ich leck dich gleich hier auf der Stelle. Nein, was? Nein. Ich will den Kick-Ass-Kettlebell-Kurs um 12 leiten. Damit können wir mal anfangen. Das ist Gemmas Kurs. Ist mir egal. Kann ich dich nicht einfach lecken? Hör auf damit. Ich glaube, es wäre in deinem eigenen Interesse, Kirk. Ihr seht klasse aus. Wuhu. Gebt mir 5. Ja. Was geht ab, Leute? Ich bin Abby. Und ich werde heute eure Trainerin sein. Das ist ein Witzshirt. Cool. Alles klar, ich zeig euch erstmal, wie es geht. Und nicht vergessen, Form ist alles. Okay. Geh bitte in dein Büro. Ich weiß nicht, was da gerade mit meinem Körper los war. Es ist, als hätte ich null Kraft in meinem Oberkörper. Der Spiegel kostet $1,400 und das ist ohne Montage. Okay, Unfälle passieren andauernd im Studio. Kann das Studio das nicht bezahlen? Ich kann das der Firmenleitung nicht sagen, Abby. Du bist keine autorisierte Trainerin. Okay, na gut, ich nehm's auf meine Kappe. Ich meine, ich hab's total verkackt. Ja, aber ich habe dich trainieren lassen, Abby. 4 Jahre hat's mich gekostet, um dahin zu kommen, wo ich bin. Ich fliege raus. Bitte, Abby, ich habe einen Sohn. Was hast du? Wahrscheinlich. Ich meine, eine Vaterschaftsklage kann ich niemals ausschließen. Okay, was sollen wir nur tun? Okay. Wir bringen die $1,400 auf und treffen uns heute Abend. Na, Feierabend. Wir montieren den Spiegel zusammen. Ich habe das schon mal gemacht. Hör mal, ich habe keine $700 rumliegen. Das ist eine ganze Monatsmiete für mich. Hast du eine Webcam? Ich fahre nie mit der U-Bahn. Normalerweise mit Uber, aber manchmal... Psst, Oliver, wir reden nicht über Uber hier unten. Lass uns was spielen. Sieh dich um und finde die am meisten benachteiligte Person hier und dann bieten wir ihr unsere Sitze an. Wer glaubst du ist es? Das bist du, Oliver. Ich? Ja, du bist reich, wenn es um Geld geht, aber arm an Erfahrung und... Nein, ich bin arm. Ich krieg den Sitz. Sie haben recht, das stimmt. Bitteschön. Lektion gelernt, Oliver. Lektion gelernt.
Abby, gib alles. Komm schon, denk nach. Komm schon, komm schon. Komm schon! Silo-Schokolade verkaufen. Nein, das kann ich nicht, da wieder einsteigen. Mein Führungszeugnis wurde gerade bereinigt. Okay. Fuck, das ist voll für den Arsch. Meine Eltern um Geld anhauen? Nee, die glauben, ich wäre eine erfolgreiche Künstlerin. Kunst! Bilder verkaufen! Das ist fantastisch, aber niemand versteht sie. Klamotten verkaufen. Ich krieg Komplimente. Beacons Closet. Die nehmen Bilder und Klamotten. Ja! Yeah. Warst du schon mal in Brooklyn? Nein. Warst du schon mal in Queens? Nein. Warst du schon mal in Long Island? Hamptons. Oh, sie sieht nicht glücklich aus. Hi. Klamotten. Hi. Und wie geht's dir? Würden Sie dort drüben warten? Ja, okay. Für eine Weile. Alles klar. Danke. Viel Glück. Gib dir Mühe. Das ist so schön. Das hat mir meine Mutter gekauft. Naja, es riecht nach Waschmittel, oder? Oh, der Rock ist eins meiner Lieblingsteile. Den habe ich gekauft, als ich dachte, ich würde vielleicht in Kopenhagen studieren. Die Etiketten sind noch dran und... Oh ja, okay. Okay. Fühlt sich nicht so toll an, oder? Es ist viel schwerer, damit zu gehen. Aber deine Beine sehen super toll aus. So gut wie mein Torres? Es heißt Torres, aber ich finde ihn wunderbar, Bruder. Oh, so eine Jeansjacke habe ich mal in Wer trägt es besser gesehen. Leighton Meester trug es besser. War's das? Sonst noch was? Ja, nur all diese geilen Teile. Hm, die Tasche hier ist ganz hübsch. Interessant. Oh, die gehörte meiner Tante. Sie war Flugbegleiterin. Sie kam bei einem Flugzeugabsturz ins Leben. So traurig. Sie bekämen eine Gutschrift über 195 Dollar oder 20 Cash. Okay, ich nehme dann doch das Geld. Das macht 43, Süßer. Das ist ja billig. Das Lieblingsessen der Promis. Originale Werke, Freunde. Die Frau muss einen Spiegel kaufen. Nur zu! Nur ich hab es getan, Ilana. Ich hab dem Obdachlosen die Klamotten gegeben. Gut gemacht, Kumpel. Originale. Tapas. Da stehe ich drauf. Wie wär's mit zwei? Naja, es sind 40 pro Bild, aber ich fühle mich wirklich gut. Ich bin gut drauf. Ich gebe Ihnen 2 für 60. Super. Ich meinte 2 Dollar. Und verkauft. Auf keinen Fall, Ilana. Auf keinen Fall. Nein. Prinzipien sind gut. Ich meine, was mache ich? Meine Seele verkaufen? 2 Dollar. Okay, geht in Ordnung. Oh. Ist doch lächerlich. 40 Dollar, hä? Ja, das ist eine wirklich gute Sache, wenn man bedenkt, dass Kunst im Wert immer steigen wird. Natürlich ist Krabbencocktail Ron Howards Lieblingsessen. Er isst es 3 oder 4 Mal die Woche, diese verdammte Muschi. Es ist eine fiktive Serie, eine Fantasievorstellung der Grafikerin. Wie bitte? Das ist gar nicht echt? Tomaten sind nicht das Lieblingsessen von Bruce Springsteen. Nein, ich meine, er kommt aus Jersey, also habe ich ihn neben meine Tomate gesetzt. Ich dachte, das ist ein Paar, das funktioniert. Das ist Verarschung, vollkommen unglaublich. Was soll der Scheiß überhaupt? Was? Ist das so unglaublich? 40 Dollar, wenn ich dir 40 gebe, will ich aber mehr von dir als nur ein Kunstwerk, Schätzchen. Lutsch doch meine verdammten Eier. Da war ich schon, Süße, da war ich. Bei meinen Eiern? Ja. 21, 2, immer noch 22. Ich bin gleich wieder da. Okay, Oliver, ich muss dich daran erinnern, dass fast alles heute ein Geheimnis ist, okay? Kinder sollten vor Erwachsenen keine Geheimnisse haben. Oh. Hey, Süßer, wie war dein Tag? Wir waren die ganze Zeit bei Abby, Ilanas Freundin. Im Moment können sie kein Paar sein, aber eines Tages werden sie eins. Ilana, du bist lesbisch, ich hatte keine Ahnung.
Wir sind... Eine Gay-Babysitterin macht sich großartig in Olivers Lebenslauf für die Mittelstufe. Und noch was. Wir haben Klamotten verteilt unter Obdachlosen. Ich dachte, ich würde mich danach dreckig fühlen. Aber es war total cool. Das ist so abgefahren. Du hast doch neulich gesagt, wie satt du deine Kleider aus der letzten Saison hast. Statt sie zum Reitverein zu bringen, wären sie bei Ilana besser aufgehoben. Sie könnte sie wahrscheinlich für dich spenden. Jetzt, sofort. Na ja, einerseits frieren die Pferde im Winter wirklich sehr, aber andererseits frieren die Bedürftigen wahrscheinlich manchmal auch, vielleicht sogar mehr noch. Ilana, glaubst du, das könntest du für mich erledigen? Ich habe relativ viel auf dem... Ich gebe dir Geld fürs Taxi. Ja, klar. Yay! Danke dir für die Küsschen. Komm schon, Dude. Ich dachte, wir verstehen uns. Jetzt schleppe ich ihren ganzen Scheiß zu so einem Jesus-Treff. Nein, du Vollpfosten. Moms Sachen sind fan-freaking-tastisch. Bring sie zu Beacons und du verkaufst dich tot dran. Der Schüler wird allmählich zum Lehrer. Yes, Queen. Yes, Queen. Yes, Queen. Yes, Queen. Ilana, tragen Obdachlose Prada? Yes, Queen. Where my scallywags at? Ready. Party from the dark until the sun beams. Flying, flying from the Lucy in my bloodstream. See my people ready now. Oh, erinnerst du dich an mich? Oder erinnerst du dich an mich? Noch weniger. Wir waren gerade vor zwei Komm Stunden schon. Hier. Kriegst du Provision? Nein. Ja, kriegst du Provision? Ich sagte nein. Hatte ich nicht gehört. Massiver Fehler. Mega. Riesig. I'm in the cut. People's is wild from the butt. Wow. Chemicals up in my blood. Erinnerst du dich jetzt? Wir erinnern uns an dich, weil deine Haare und dein Lippenstift niedlich aussehen. Ich kann Ihnen $13,000 in Waren geben oder 903 Cash. Wuhu! Wir nehmen die Ware! Nee, Dude, ich brauch die Moneten. Stimmt, richtig. Wir brauchen Geld. Apropos Ware, meine Tante fragt, wie viel dieser zeitlose, wunderschöne, klassische Apothekerkoffer kostet. $262. Wunderbar. Und übrigens, ich weiß, dass dein T-Shirt von Forever 21 ist. Du machst uns nichts vor. Nice. Geschafft. Komm schon. Alles klar. Okay, okay. Langsam runterlassen. So, das hätten wir. Sieht gut aus. Ja. Das fällt nicht auf, oder? Niemand wird das merken. Ich gehe jetzt nach Hause und ziehe die Vorhänge zu. Und dann werde ich schlafen wie im Koma. Oder bis ich reinkomme um 10:30 heute. Nicht so eilig, Muchacha. Ich brauch dich hier. Trey, es gibt unmöglich eine Schama-Situation. Es ist niemand sonst hier. Oder bunkerst du deine Fussel hier irgendwo? Nein. Du leitest heute einen Kurs. Er geht in 2 Stunden los. Das ist Verarsche. Ich schwöre dir, ich verliere langsam den Respekt vor dir, Trey. Es ist keine Verarsche, Abby. Du bist so gut im Reinigen. So besonders. Außerdem wird Regina, die den Kurs leitet, seit 48 Stunden vermisst. Oh, ich liebe Regina, aber das ist großartig. Ich meine, ich werde also wirklich eine Trainerin. Ja. Mit einem Kurs. Ja, genau. Aber ich hätte gerne ein bisschen Zeit allein hier im Studio für einen Moment. Ich würde dann... meine Hälfte des Spiegels verdienen. Okay. Was geht ab, Leute? Seid ihr bereit, für eure ganz persönlichen Ziele zu kämpfen? Ja. Packen wir es an und los geht's! Yeah! Kommt schon! Bewegt eure Arme, bewegt eure Beine, bewegt eure Arme. Macht schon, Leute! Was macht euch heiß? Wir fangen Feuer! Oh, wissen Sie was? Ich mach das später weg. Keine Sorge. Was geht? Ich bin Kirk Steele. Ich bin 18, aus Orlando, Florida. Mein Lieblingsfilm ist Garden State. Bist du endlich bereit für meine abgründigen Tiefen? Wenn ich groß bin, möchte ich entweder ein Stuntman sein oder mit kranken Kindern arbeiten.
bitte euch, stoppt nicht! Ich komme schon wieder! Ich habe zwei Zwillingsschwestern. Oh Gott, ich komme! She said hello to her nephew. Ho! Didn't like to do it again. Ho! Hey! Everybody's singing on the Mississippi River. Das war gut. River at midnight.